Wenn gut gelaunte Frauen aus heiterem Himmel die Hüften schwingen, exotische Männer im Leopardendress einen Blumenstrauß auf den Kopf setzen und Hellseherinnen übersinnliche Ratschläge fürs Leben erteilen, dann ist das nicht etwa die Privatvorstellung eines durchgeknallten Wanderzirkus. Nein, es ist der teuerste Friseurbesuch der Welt. 23.000 Euro für einen Schnitt. Und den Kunden dieses Edelcoiffeurs ist kein Preis zu hoch. Die Finanzkrise ist denen völlig egal. Ich glaube, die wissen nicht mal, dass es so etwas gibt. Champagner, Massage, Juwelenberatung inklusive. Wer sich solchen Luxus überhaupt leisten kann und warum der exklusivste Friseur der Welt allen Ernstes mit diesem unverschämten Preis durchkommt. Eigentlich ist der Friseurberuf doch ein grundsolides Handwerk, dessen Preise ebenfalls auf dem Boden bleiben sollten, es sei denn, man heißt Stuart Phillips und ist Promi-Friseur. Tennisstar Serena Williams, Schauspieler David Hasselhoff, Brigitte Nielsen und Jean-Claude Van Damme vertrauten ihm schon ihre Köpfe an. Weil aber auch der Geldadel hinter den Promis nicht zurückstehen will, bietet Phillips jetzt einen besonderen Service. Meine 20.000 Pfund Frisur ist eine Mischung von dem Haarschnitt an sich, Make-up, Modeberatung, verschiedenste Künstler, die singen und tanzen, eben ein ganzer Tag voller Unterhaltung. Da fühlt man sich definitiv wie ein Star für einen Tag. Bis zu 50 Mal im Jahr verkauft er dieses Paket, behauptet der Nobelcoiffeur. Heute trifft er Maddie Mode. Sie hat sich den teuersten Haarschnitt der Welt zum Geburtstag gewünscht. Phillips empfängt die Nachwuchsschauspielerin vor einem Londoner Luxushotel. Für Maddie hat er eine XXL-Suite gebucht, Haare geschnitten werden aber noch lange nicht. Du bekommst erstmal eine Massage, aber vorher schauen wir uns noch ein paar Juwelen an. Ja, das funkelt so schön. Was da so funkelt, ist zusammen locker 50.000 Euro wert. Der Ring ist toll, kann ich den behalten? Alles Einzelstücke von einem Pariser Juwelier, die Maddie für einen Abend als Leihgabe zur neuen Frisur tragen darf. Nach so viel Stress bekommt sie dann erst einmal eine Massage. Am Ende des Tages sind die Kunden immer so kaputt. Man könnte meinen, eine Massage wäre sinnvoller danach, aber ich find's besser, wenn sie den Tag schon schön entspannt beginnen. Dann bringt ein Chauffeur die beiden in den Salon, der übrigens den ganzen Tag lang nur für Maddie reserviert ist. Denn ein 23.000-Euro-Schnitt erfordert ja schließlich ungeteilte Aufmerksamkeit. Da kann man auch schon mal 40 Minuten lang nur über Haare philosophieren, auch wenn Phillips Vorschläge nichts wirklich Besonderes sind. Ich weiß, du magst deine Haare lieber lang, aber ich finde, die sind zu lang. Sie hängen einfach nur schwer herunter. Ich möchte ihnen gerne mehr Volumen geben. Drei Stunden sind mittlerweile vergangen, bis endlich mal die ersten Haare fallen. Wenn das der teuerste Friseurtermin der Welt ist, dann kostet hier jeder einzelne Schnitt gerade ein kleines Vermögen. Andere Kunden bestellen sich Bodyguards, persönliche Hundesitter, die ihren Hund inzwischen Gassi führen, oder exotische Duftöle in der Ventilation. Auch Maddie muss sich nicht mit einer Tasse Kaffee oder Zeitschriften die Zeit vertreiben. Für sie wird der kleine Laden zur Bühne, der Friseurstuhl zur VIP-Loge. Hintereinander stellen sich eine Popband, eine Tanzgruppe und eine Girlband vor. Es seien vor allem Frauen von russischen Milliardären, die sich den Luxuslook aus London leisten. Und anfangs konnte Stuart Phillips es selbst kaum glauben, dass Menschen allen Ernstes so viel Geld für einen Friseurbesuch zahlen. Am Anfang war ich echt überrascht. Ich fragte eine Reihe von Leuten, was sie von dieser exklusiven Idee halten. Und alle meinten, mit dem Preis kommst du nicht durch. Aber es ist ja der ganze Service zusammen, der so viel kostet. Und niemand in der ganzen Welt bietet das an. Wir sind die Einzigen. Und deshalb schreiben ja auch Zeitungen in der ganzen Welt darüber. Wohlgemerkt, normalsterblichen Frauen schneidet Stuart Phillips schon für 200 Euro die Haare, dann aber ganz ohne Rahmenprogramm. Maddie Mode muss sich über den Preis keine Sorgen machen. 8 Stunden, 5 Pausen und ein Make-up sind ihr 23.000 Euro wert. Hier der Vorher-Nachher-Vergleich. Ich bin in der glücklichen Position. Meine Eltern haben eben genug Geld, dass sie mir das schenken können, aber ich bin natürlich trotzdem dankbar. Es soll ja schließlich nicht so aussehen, als wäre ich verwöhnt. Auch für mich ist das eine einmalige Sache. Immerhin, einen Teil des Geldes für dieses haarsträubend teure Frisurenpaket spendet Nobelcoiffeur Phillips für wohltätige Zwecke, behauptet er auf seiner Website. Maddie bekommt zum Abschluss von einer Stylistin noch ein paar Tipps für das passende Partyoutfit zur neuen Frisur. Dann endlich endet für sie der wohl nicht nur teuerste,
sondern auch ganz bestimmt längste Friseurbesuch ihres Lebens.